Also mittlerweile sind wir am Odeonsplatz angekommen und stehen im Prinzip vor der Feldherrnhalle. Und ich wollte euch erstmal kurz mitnehmen in die Geschichte. Was war hier früher? Wir stehen am nördlichen Eingang der Stadt München. Hier gab es mal Stadttore. Hier sah es sehr mittelalterlich aus. Aber im 19. Jahrhundert, sagen wir mal ganz grob in der Mitte des 19. Jahrhunderts, hat man eben hier unter König Ludwig I. eine Prachtstraße angelegt. Das ist die Ludwigstraße in diese Richtung. Und ganz da hinten kann man auch das Siegestor sehen. Das ist dieser Triumphbogen, der ungefähr genau einen Kilometer von hier entfernt steht. Und an der anderen Seite der Ludwigstraße haben wir eben hier die Feldherrnhalle. Und wenn ich jetzt vom 19. Jahrhundert erzähle, dann muss man sich einfach zurückversetzen in diese Zeit. Bayern ist ja seit 1806 Königreich. Wir hatten hier ganz gar nicht so viele Könige, aber die hießen alle entweder Max oder Ludwig. Max der Erste, Ludwig der Erste, Max der Zweite, Ludwig der Zweite. Und vor allen Dingen die Ersten, die arbeiten an einem nationalen Identitätsgefühl. Und König Ludwig der Erste schafft nicht nur mit seiner Prachtstraße hier und seiner Feldherrnhalle eben genau diese Bauwerke. Er baut zum Beispiel ja auch die Bavaria, also mehr identitätsbildende Architektur gibt es eigentlich gar nicht. Dahinter eine Ruhmeshalle, die Bavaria als Personifikation Bayerns. Und wenn wir uns jetzt wieder ins 20. Jahrhundert hineinversetzen, dann kann man sich gut vorstellen, dass diese Identitätsbildung, die über 100 Jahre super funktioniert hat, dann aber aufgrund der Revolution und der Abschaffung der Monarchie auf einmal zu einem Halt kommt, natürlich dann wieder aufgegriffen wird, als die Nationalsozialisten sich dieser Architektur bedienen und die quasi als Kulisse eben auch hernehmen für ihre inszenierten Aufmärsche, Versammlungen, Parteiveranstaltungen. Und jetzt stehe ich vor der Feldherrnhalle und hier muss man schon sagen, das ist schon eigentlich sehr erstaunlich, dass es die Feldherrnhalle zum Nationalheiligtum geschafft hat. Und dazu nehme ich euch mit ins Jahr 1923. Es ist ja noch gar nicht lange her, dass Adolf Hitler die NSDAP im Hofbräuhaus quasi ins Leben gerufen hat und bereits ein paar Jahre später, 1923, ist Hitler überzeugt, dass es jetzt an der Zeit ist, von München aus die Macht in Deutschland eben bis nach Berlin zu übernehmen. Und wir reden jetzt von dem berühmten Hitlerputsch, der eigentlich in einem Bierkeller auf der anderen Isar-Seite beginnt. Und zwar am 8. November 1923. Dieses Datum war für die Nationalsozialisten ein richtig verhasstes Datum. Das war das Datum der Revolution, der Ausrufung des Freistaats Bayern. Und dazu hatten sie eben eine Veranstaltung organisiert, eigentlich eben auch unter dem quasi Ministerpräsidenten von Kahr damals. Und Adolf Hitler sprengt diese Veranstaltung, stürmt da rein, schießt in die Decke und sagt, die nationale Revolution sei ausgebrochen. Es ist eine ganz konfuse Nacht mit Geiselnahme, aber die Geiseln werden dann wieder freigelassen. Und das Ende vom Lied ist, dass ein Trupp an Revolutionären über die Isar zieht bis zum Marienplatz. Da gibt es dann noch eine letzte Rede und man zieht eben weiter hier. Man hat diesen Ausgang im Blick und kommt hier vorbei. Was aber passiert war, war, dass die bayerische Landespolizei eben sich gegen die Putschisten gestellt hat. Und es passiert genau an dieser Stelle. Da war es schön eng. Also kann man uns gut vorstellen, auf der einen Seite Adolf Hitler und die Nationalsozialisten, auf der anderen Seite die bayerischen Landespolizisten. Und es kommt zum Schusswechsel, 20 Menschen sterben.
4 bayerische Landespolizisten, 15 der Putschisten und eine unbeteiligte Person. Was passiert mit Adolf Hitler? Er liegt irgendwo hier im Straßendreck, kann sich dann retten und flüchtet. Vielleicht kennt ihr Bilder von dieser Gegenüberstellung der Landespolizisten und der Nationalsozialisten. Die sind aber inszeniert im Nachhinein durch Adolf Hitler. Und das sah nämlich ziemlich ungeordnet aus. Also die Putschisten, die stoben auseinander und da war keine Ordnung mehr. Und genau das passiert alles neben der Feldherrnhalle. Adolf Hitler kommt ja dann ins Gefängnis, nutzt im Prinzip seinen Prozess für eine politische Inszenierung und kommt mit einem ganz milden Urteil davon. Aus den 5 Jahren, die er eigentlich hinter Gittern verbüßen muss, werden nur ein paar Monate. Und während dieser Zeit trifft er sich regelmäßig mit seinen Anhängern und ist ja dann auch in der Lage, sein Buch Mein Kampf in Landsberg am Lech zu verfassen. Er kommt danach wieder frei. Man hört trotzdem eigentlich nicht viel von der NSDAP. Sie bleibt ja auch bis 1925 verboten. Sie ist relativ unbedeutend und dafür gibt es auch einen Grund. Denn in den 20er Jahren erholt sich die Wirtschaft nach einer Währungsreform und die goldenen 20er Jahre brechen an. Das heißt, man hat eine Partei wie die Nationalsozialisten in dem Moment gar nicht unbedingt gebraucht. Aber ihr wisst alle, Ende der 20er Jahre passiert der Börsencrash in den USA, der löst diese Welle an wirtschaftlichen Schwierigkeiten aus. Es kommt zur großen Depression. Auch hier in Deutschland wieder ganz, ganz viele Arbeitslose. Und das nur 10 Jahre nach dem Ende des verheerenden Ersten Weltkriegs. Und das ist genau die Zeit, auf die die Nationalsozialisten gewartet haben. Denn jetzt fallen ihre Worte von einfachen Lösungen für schwierige Probleme auf fruchtbaren Boden. Sie versprechen Arbeit für alle und sie präsentieren dem Volk wie so eine Art Sündenbock, den sie für die ganze Misere verantwortlich machen. Und das ist eben die jüdische Bevölkerung. Und ihr wisst, wie es weitergeht. Die Wahlsiege nach 32, die kommen und Ende Januar 1933 wird eben Adolf Hitler die Macht übertragen und er wird Reichskanzler. Und das ist auch die Zeit, wo sich hier für die Feldherrnhalle dann was ändert, denn ab da wird sie spätestens zum Nationalheiligtum.